war einer der bekanntesten Deutschen in der Welt, Franz Beckenbauer. Wo er war, war der Erfolg. Fast sein ganzes Leben lang. Ich bin im Zeichen der Jungfrau geboren und man sagt ihnen nach, Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin. Ja, ich denke schon, dass ich da in diese Kategorie gehöre. Ein Nachkriegskind, geboren 1945 in München. Seit seiner Kindheit spielt er Fußball. Mit 19 Jahren wird Franz Beckenbauer Profi beim FC Bayern München. Aufgrund seiner Spielweise nennen ihn die Fans und Medien den Kaiser. Er gewinnt mit dem Verein alle Trophäen des Vereinsfußballs. Als Kapitän dirigiert er die deutsche Nationalmannschaft, wird Europameister und 1974 Weltmeister. Beckenbauer gilt als der Erfinder des Liberos, des freien Mannes auf dem Fußballplatz. Mein ganzes Leben bestand nur aus Fußball. Also, sobald ich laufen konnte, habe ich gegen den Ball getreten. Und das habe ich dann ein bisschen perfektioniert. So wie auch seine Vermarktung. Beckenbauer ist auch im Geschäftemachen Weltklasse. Er ist der erste deutsche Fußballer mit eigenem Manager und zahlreichen Werbespots. Eintopfqualität. Wir tun, was uns gefällt. Nur singen kann er nicht. Trotzdem landet er damit in den deutschen Charts. Das ist doch nicht die Welt. Gute Freunde, wie wir uns nennen. Seine Karriere führt ihn 1977 nach New York. Bei Cosmos spielt The Kaiser an der Seite von Superstar Pelé. Beckenbauer ist der erste salonfähige deutsche Fußballer. Er wird sogar von Andy Warhol porträtiert. Mit 38 Jahren beendet Franz Beckenbauer seine Karriere als Spieler, wird Teamchef der deutschen Mannschaft und führt sie 1990 zum Erfolg. Deutschland wird Weltmeister. Viele Ämter folgen, ob bei Bayern München oder dem Weltverband FIFA. Und dann die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Beckenbauer gelingt es, die WM nach Deutschland zu holen. Deutschland. Und Beckenbauer hat eine Vision. Dass diese Weltmeisterschaft wirklich ein Beispiel an Freundlichkeit, an Organisationstalent sein wird. Dass man hinterher sagt, wenn die Spiele vorbei sind, dass man sagt, Mensch, Deutschland hat eine großartige WM veranstaltet. Die Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land wird zum Sommermärchen, verändert Deutschland nach innen und sorgt für einen positiven Imagewechsel im Ausland. Bis 2015, bis Korruptionsvorwürfe um die WM-Vergabe bekannt werden. Und im Mittelpunkt immer wieder Beckenbauer. Sein Ansehen wird schwer beschädigt, er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Danach muss das einzige Glückskind zahlreiche Schicksalsschläge verkraften. Einer seiner Söhne stirbt. Er selbst muss sich zwei Herzoperationen unterziehen. Bis zuletzt hat sich Beckenbauer gegen die Korruptionsvorwürfe gewehrt. Jetzt ist er tot, der Jahrhundertfußballer.